Herr Brambach, wir sind am Set hier von Schuld 2 von Oliver Berben in Berlin in der Elsholzstraße am Gericht. Ja, was drehen Sie heute? Wir drehen heute einen Fall, also ich habe einen Menschen überfahren und bin vor Gericht gestellt worden. Der Moritz Bleibtreu verteidigt mich und es steht im Raum, dass ich 5 Jahre ins Gefängnis komme wegen fahrlässiger Tötung. Stand Ihre Rolle zum Zeitpunkt der Tatausführung unter Alkoholeinfluss oder war das eine Nachlässigkeit im Verkehr? Gott sei Dank nicht, das haben wir letztens gedreht, da haben sie den Alkoholtest wirklich gemacht. Die Polizisten standen nur daneben und gesagt, na, da wollen wir doch mal gucken, 0,0. Okay. Ja, Herr Brambach, haben Sie die erste Staffel von Schuld gesehen? Und ich habe eine Folge gesehen und finde das ein ganz tolles Format. Ich finde, der Moritz macht das ganz toll. Ich finde das ganz spannende Bücher. Ich habe die Bücher auch vorher zum Teil schon, aber ein paar Geschichten kannte ich vorher schon, so, weil ich diese Bücher auch verschlungen habe von dem Schirach. Weil ich das so doch aus der Warte eines Anwalts, so authentische Fälle, die passiert sind und der doch so eine literarische Art hat, das zu schreiben, fand ich ganz spannend. Schlussfrage. Ganz tolles Format. Schlussfrage, inwiefern hat sich denn Ihre Sicht, Ihre Perspektive verändert auf den Begriff Schuld? Oder feiner differenziert? Naja, also dass sich das jetzt wirklich verändert hat, das ist natürlich so, dass, also ich beschäftige mich damit schon ein bisschen länger oder immer mal wieder. Mein Sohn studiert im Moment Jura. So, also insofern ist mir das jetzt das Thema nicht fremd oder der Komplex nicht fremd. Und ich finde, das ist ja immer, Schuld ist immer eine relative Geschichte. Da gibt es immer viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also Vorsatz oder nicht Vorsatz. Ja, ich meine, so wie natürlich, wenn man einen Menschen überfährt und ich bin am Ende des Tages, bin ich um ein paar km/h zu schnell gefahren, also bin ich schuld. Habe ich mich auch schuldig gemacht, ja, auch wenn ich noch nie in meinem Leben einen Unfall hatte und ein netter Mensch bin und auch geguckt habe, keinen Alkohol in mir habe, aber ich habe mich dann doch schuldig gemacht. Danke für das Interview, Herr Brambach. Ja, sehr gerne.